Okay, Freunde, willkommen zurück hier bei Skyrim. Nachdem wir jetzt schon ein paar Mal an diesem Drachen gescheitert sind, hoffe ich doch, dass wir das jetzt. Dass wir es jetzt irgendwie schaffen. Und wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ich weiß es nicht. Toll. Ah! Ach so! Ah, okay. Gut. Da ist auch im Gehen auswählen? Nein, dann bleibt stehen. Ich bin direkt hinter euch. Ihr müsst den Drachen für mich töten. Na mal los. Wo sind die anderen beiden? Da sind wieder die Frauen des Lichts. Da flog er, der Drache. Okay, der ist wieder da hinten. Hoppala. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Wo ist der? Da war er. Hoppala. Und uns gehen gleich die Pfeile wieder aus. Wow! Da haben wir noch mal Glück gehabt, mehr oder weniger. Haha, Baum im Weg. Der letzte Pfeil. Ja, wie denn? Wir haben keine Pfeile mehr. Gut, da sind wir also hier oben angekommen. Und jetzt? Muss ich. Was haben wir denn hier drin? Die Truhe ist leer. Da war ich hier schon. Wo muss ich denn jetzt hin?
Sekunde mal, ich muss Karte. Ach, ich muss zu den Graubärten. Na gut. Schwupp. So. Schauen, was die von uns wollen. Gehen wir mal hier rein. Schwupp. Irgendwo hier muss der Kerl sein. Was haben wir hier? Nehmen wir mit. So. Ach, du bist das. Guten Tag. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Danke. Ich muss den Schrei lernen, der Alduin besiegt. Ich möchte mehr über dich. Machen wir erstmal das. Ihr habt schon so viel gelernt, Drachenblut. Es wäre gefährlich, eurer Gabe keine Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Aber es gibt viele Worte der Macht in Himmelsrand, eingegraben in die Drachensprache. Sogar von hier fühlen wir die Tuum von ihnen ausgehen. Es wäre ein guter Test, diese verlorenen Wörter zu finden. Das würde eure Fähigkeiten durch Erfahrung vertiefen. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit zu sein. Zu spät? Habt ihr Worte der Macht gefunden? Wir haben das Flüstern eines Wortes vernommen. Gebt mir eure Karte, dann zeige ich euch, wo ihr sein Echo findet. Ich muss den Schrei lernen, der Alduin besiegt. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Spielt das eine Rolle? Stand auf Alduins Mauer. Die Klingen haben mir dabei geholfen. Die Klingen, nehmen wir das. Die Klingen. Hey! Natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Schmeckt das Brot? Die Klingen helfen mir nur, ich bin keine Marionette. Die Klingen wollen einzig und allein Alduin bezwingen, ihr etwa nicht? Zumindest haben die Klingen keine Geheimnisse von mir. Die Klingen helfen mir nur, ich bin keine Marionette. Nein, nein, ich bin nicht ihre Marionette. Vergebt mir, Drachenblut. Ich war euch gegenüber ungehalten. Aber hört meine Warnung. Die Klingen sagen zwar, dass sie jedem Drachenblut dienen, aber dem ist nicht so. Dem war noch nie so. Und könnt ihr mir diesen Schrei beibringen? Nein. Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Ach komm. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Ich dachte, ihr kennt alle Worte der Macht. Was ist dann Drachenfall so schlimm? Wenn der Schrei verloren ist, wie kann ich all... Was ist dann Drachenfall so schlimm so? Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Ich dachte, ihr kennt alle Worte der Macht. Nicht jedoch Drachenfall. Das Wissen über diesen Schrei ging lange vor Beginn der Geschichtsschreibung verloren. Vielleicht kannten ihn nur seine Schöpfer. Aber ich bin nicht der, der mit euch darüber sprechen sollte. Wenn der Schrei verloren ist, wie kann ich Alduin dann besiegen? Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Hör auf, das Brot zu essen, wenn ich mit dir rede, du Vogel! Wer ist Partonax?
Paturnax. Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Warum bin ich Paturnax noch nicht begegnet? Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Es geht noch höher. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Wie gelange ich zum Berggipfel, um ihn zu sehen? Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt, wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Paturnax öffnen könnt. Okay. Cool. Dann, ich folge. Was in einem langsamen Tempo die hier lang schleichen, ey. Ist echt schon nicht mehr witzig. Okay, der ist einfach weg. Schub. Und wir marschieren einfach mal hinterher. Wo sind die denn jetzt? Hallo? Ach, da kommen sie. Wo ist der, mit dem wir sprechen sollen? Egal, ich folge einfach mal den anderen Vögeln hier. Ist das ist der Gipfel? Ach du meine Güte, wie sollen wir denn da hochkommen? Das kann ja nicht gut gehen. Puh. Wo ist denn der Fritz? Hä? Hallo? Ist der hier drin stehen geblieben? Wo ist der denn? Folgt mir. Ich zeige euch, wie ihr den Pfad zu Paturnax öffnet. Atem und Konzentration. Wie soll ich denn folgen, wenn du nicht... Na also. So. Der wird wahrscheinlich so gleich da hinten bei den anderen sein. Deswegen gehen wir da einfach schon mal wieder hin. Immer noch im Schleichtempo. Richtig so. Ganz langsam und gemütlich. Stapft die Katze durch den Schnee und hinterlässt dabei keinerlei Spuren. Tja, deswegen leichtfüßig wie eine Katze. Die Katze ist so leichtfüßig, dass sie einfach über den Schnee drüber geht, ohne Spuren zu hinterlassen. Wo ist er denn jetzt? Da kommt er, der Alte. Der Pfad zu Paturnax beginnt hinter diesem Tor. Cool. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Aha. Cool. Lock. War. Kur. Ich werde euch mein Wissen über wolkenlose Himmel führen. Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenlord. Nur
benutzt es weise. Öffne den Weg mit Hilfe des Schreis wolkenloser Himmel. Oh. Na gut. Wolkenloser Himmel wird den Nebel wegwehen, aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Patornax ist voller Gefahr. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Tja, Freunde, aber das Ganze hier machen wir im nächsten Part. Deswegen sage ich bis denn und ciao.